jetzt ist Magical Mystery Time. Und Charlie hier ist unser Boss. Weil er der Erste war, der wegen Techno in der Klapse war. Er hieß doch noch nicht mal Techno. Was ist das für ein schrottiges Gedudel, Raimund? Das ist Rosas neuer Track, den spielst du mir gerade vor. Das ist super. Und ob das super ist? Abfahrt. In der Klapsmühle? Ja, so Hippie-Bewegung haben wir nicht miterlebt, das haben wir miterlebt. Aber Techno-Bewegung war ja auch Hippie-Bewegung. Wow! Guter. Ja, also ja, ich weiß nicht, für mich ist es ja auch eher so Hippie-Verkleidung und das war ja so eine Art Neu-Hippie-Bewegung, oder? Also ich meine, die ganzen, ganz Berlin, West-Berlin, was dann, ja, war ja jetzt nicht nur Hippie, auch Hippie, ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich sag's nochmal, aber das, oder dieses, das Ende der Welt irgendwie, aber ein unglaublicher Schmelztiegel von den verschiedensten Leuten, die alle irgendwie in West-Berlin gelandet sind und dann geht die Mauer auf und keiner weiß mehr, was los ist und alle haben auch ganz viel Angst. Ich glaube, die meisten haben richtig, also haben auf jeden Fall einen Schreck bekommen sowieso und die meisten hatten keinen Bock, dass das passiert, weil sie wollten, dass das so bleibt. Und das blieb natürlich nicht so. Und dann kam eben Techno und so wurde dann irgendwie Hippie zu Techno. Naja, vielleicht nicht. Da waren ja noch ein paar Sachen dazwischen. Die 70er und die 80er. Genau, und dann kam ja dann irgendwie dazwischen drin nochmal ein bisschen House-Musik und Hip-Hop und Funk und Soul. Und na gut, das war auch schon bei den Hippie-Vögeln wahrscheinlich, ne? Ja. Ja gut, okay, aber trotzdem, also es gehört alles zusammen. Ja, ja, genau, also das waren auf jeden Fall so eher so Hippie-Typen, die dann auf einmal bei Techno gelandet sind, weil sie wollten eben Musik machen und wollten was Neues machen und waren vielleicht vorher so Experimental-Leute und haben dann auf einmal, wurde das zu so einem Populärphänomen, zu Pop. Ja, und dass es dann Schübe gibt und dann plötzlich Leute dann plötzlich so ein Momentum erleben, wo sie alle abgehen. Das ist schon etwas, was gut bei jeder Musik ist, das, aber beim Techno ist es fast drauf, durch den Rhythmus drauf geeicht, dass du dann, dann dich selber reinsteigerst. Und dann, wenn du bestimmte Substanz zu dir nimmst, kannst du auch 48 Stunden das dann tanzen. Gut. Kannst du machen. Ja, ist, ich meine, ab und zu braucht der Mensch eine Ekstase, hier und da. Die Leute holen sich das auf unterschiedlichsten Art und Weisen. Manche gehen jagen, fischen und andere tanzen. Das ganze Ding mit allem, Mann, das ist endgeil. Die Menschen hat, glaube ich, eine Tendenz, dass er immer wieder Partys macht, weil meistens, wenn ich so Radio anmache und sage, haha, wir haben Feiertag und wieder ist eine Party und bald ist wieder Wochenende. Die Woche wird auch immer durchlebt bei den Radiosendern. Haha, wieder Wochenende, und jetzt wieder Wochenende. Eigentlich wollen sie immer zur nächsten Party. Also es ist ja jetzt, die nächste Party ist Oktoberfest, ah geil, Das Oktoberfest ist ein mega Event geworden, ich dachte, ich kipp mich nicht um, hier mal in Berlin, wenn du denkst, was ist denn nur los, dann haben wir mit Oktoberfest, du gar nichts, aber alle feiern Oktoberfest. Du meinst das Berliner Oktoberfest? Ja, aber du denkst, hä, das ist eine bayerische Kiste, aber dann haben sie ja auch hier plötzlich Halloween, aber sie hat noch nie Halloween. Eigentlich wollen die Leute immer Partys, damit sie dann abgelenkt werden, weil sie, und man hat ja auch mehr Zeit jetzt und durch weniger Arbeit und dann wird es irgendwann, glaube ich, eine ganz große Party. Ja, ich habe ja schon angefangen, St. Patrick's Day zu feiern, weil mir fielen keine Ereignisse mehr an. Also St. Patrick's Day feiern, ich äußerst gern. Magical Mystery, wie bei den Beatles, nur auf Rave. Ist das nicht irgendwie in die Hose gegangen bei den Beatles? Ja, Ferdi ist der Chefideologe, sagt, es muss für die Seele sein. Der Mensch braucht was für die Seele. Dann ist ihm Geld scheißegal. Den beiden Plattenbossen ist Geld, haben sie oben drauf. Aber eigentlich sind sie Spielkinder. Charlie? Karl Schmidt? Ich fass das nicht. Was machst du denn hier in Hamburg? Ich dachte, die hätten dich damals nach Bielefeld gebracht, weil du daherkommst, oder was? Nein, Hamburg, Raimund, weil meine Mutter hier wohnt. Wie lange ist das jetzt her, dass du aus Berlin weg bist? Und was ist das überhaupt für eine Gegend hier? 5 Jahre, Raimund. Und das hier ist Altona. Schon klar, der Bahnhof heißt ja Hamburg-Altona. Aber was ist das für eine Gegend? Weiß nicht, ich wohne hier. Na dann, Prost Käffchen, Charlie. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Zeitphänomen, dass heutzutage eigentlich alles nur noch damit zu tun hat, dass die Leute alles richtig machen wollen.
bloß nichts falsch machen und auch nicht auffallen, also eigentlich neutral sind. Kann man auch sagen, dass irgendwie Techno vielleicht auch neutral geworden ist, weil es einfach natürlich ein Mega-Business ist. Aber was war nochmal die Frage? Verrückter Idealismus so, ist, glaube ich, ja. Idealismus an sich. Genau. Wenn man Chefideologe ist, ist man das, was man denkt und was man da will, ja nicht verrückt. Und man sagt, das ist eigentlich richtig. Andere, die das dann nicht so empfinden, würden das als verrückt titulieren. Aber Idealismus versucht die Welt ja immer wieder neu zu kreieren. Bloß, was Marx sagt, die Leute werden ängstlicher. Und um Idealist zu sein, darfst du keine scheiß Angst haben. Ja, und das war natürlich damals tatsächlich eine freie Sache und so. Und also es ging ja nicht darum, was richtig zu machen, sondern du hast es einfach gemacht. Es kam aus experimentellsten Sachen und daraus wurde dann eben Techno was. Was in der Form heute natürlich nicht mehr existiert. Ob das wieder so sein sollte, es ist immer langweilig, so Geschichtsrevision, wie das sollte wie sein, wie damals. Aber was schon, finde ich, so sein sollte und was tatsächlich zu wenig gibt, dass die Leute einfach so viel Angst haben davor, was falsch zu machen, dass sie gar nichts mehr machen. Also bewegt sich gar nicht mehr. Das liegt natürlich auch an der Zeit. Damals, in den 90ern, ging es im Prinzip den Leuten, hatten sie keine Zukunftsangst so, was vielleicht auch bescheuert war. Und auch super dekadent. Aber das ist heute natürlich anders. Und die Kids wachsen damit auf, dass sie, wenn sie nicht wissen, was sie mit 14 werden sollen, dann denken sie schon, sie haben verloren im Leben. So. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck, oder was ich so mitbekomme. Die Bewegung Techno war ja letztendlich auch alle, da war ja, ich meine, Ferdi, er ist fast über 50, jemand, der hat die Bewegung ja mit kreiert, auch die Figur, die der spielt, mit die Ideen, und die waren, das war scheißegal, wie alt sind. Und heute ist es dann plötzlich, das kriege ich auch immer wieder mit, und ich sage, ja Mensch, du bist schon 30, ja, bist du alt, aber das gab es da irgendwie nicht, weil scheiße Hund drauf. Ich habe auch viele Mischmasch-Partys gesehen, was ich aber gut fand, weil es ist immer ein Sektierertum, und das heißt, ja, das ist ja mit 20, und dann geht es mit 30, und dann ist es OÜ 30. Da gab es gar nicht Ü 30, gab es gar nicht. Das war all together. Und das ist letztendlich das, was ein bisschen weg ist, weil es ist immer dieses maximierende Einteilungsschemata-Scheiß. Auch ein Bier. Ich darf nicht mehr, Ramon. Darfst du denn kiffen? Ich darf gar nichts mehr. Aber ich krieg doch immer so Pillen. Was gibt's denn da so? Das ist nicht die Art von Pillen, an denen du Spaß hättest, Ramon. Wahrscheinlich, sonst wird man sowas ja wohl mal angeboten kriegen. Und bei dir, Ramon? Was läuft denn immer so? Oh Mann, Charlie. I love it. Alles tippitoppi. Bum Bum Records kennst du noch. Den Club, das Label. Na, jedenfalls kam da plötzlich ein Arsch aus dem Himmel und hat uns mit Geld zugeschissen. Das hätte ich im Leben nie gedacht. Ich meine, wir waren ja Idealisten, oder? Ich ja nicht so. Und Ferdi? Immer dabei, Charlie. Alles mit Ferdi. Der Club, das Label, alles. Der gute alte Ferdi, der ist doch schon über 50. Tu dir das mal rein. Und du darfst überhaupt nichts mehr nehmen. Gar nichts. Nur Kaffee und Zigaretten. Muss hart sein. Aber irgendwie auch geil. Nee, ich liebe Charlie Hübner, und Charlie hat damals sich, glaube ich, auch Leander hat auch Charlie gecastet, aber da war er in der Schauspielschule und da war Charlie zu jung und jetzt war ich zu alt, und Charlie ist das richtige Alter gehabt, und damals Charlie hätte das richtige Alter gehabt, und heute Abend hätte er mich beides mal weil Charlie ist, glaube ich, sehr, 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 ich bewundere sein Schauspiel und ich bin echter Fan von dem, wie er das macht. Nee, aber nicht, weil ich die Leute scheiße finde, aber wenn du mit den Leuten permanent zusammen, aber also wir sind ja nun wirklich auch sowas wie eine Familie, aber in der Familie versteht man sich ja nun automatisch oder auch nicht. Und da fährt man ja dann ab einem bestimmten Alter auch nicht mit der ganzen Familie noch in Urlaub. Da kriegt man dann einen Vogel. Aber wenn du jetzt auf Volksbühne kommen willst, dann, ja klar, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das wird auch so sein, dass wir in 10 Jahren nochmal irgendwie so was machen. Dass wir in 10 Jahren immer noch mit den Leuten, die jetzt an der Volksbühne über 25 Jahre gespielt haben, die noch leben, auf jeden Fall weitermachen, so, ja klar. Comeback! Auf jeden Fall. Also Comeback! Wir brauchen kein Comeback, wir sind immer da. Also, wir leben ewig. Wir leben ewig. Mein Gott, diese Mucke hier. Wie halten die das bloß aus? Ja, ich habe auch welche gehabt. Die sind ganz oft, haben sie vermehrt, also war richtig Remi Demi in der Bude. Du hattest auch noch Meerschweinchen, die hatte doch sowieso schon so viel Viehzeug. Und dann haben seine Eltern die auch noch Meerschweinchen. Das war mein Hobby, da war ich mich zurückgezogen. Das Meerschweinchen. Ja, und da hatten wir einen Kaninchenstall, einen super Kaninchenstall, der war so groß wie die Hälfte des Raums. Da waren Kaninchen drin und viele Meerschweinchen. Und die haben mich dann teilweise alleine so immer Futter reingeschmissen. Und da war Remi Demi, ich glaube, war auch in Zoo. Haben sie vertragen?
Ja, die Kaninchen haben mit den Meerschweinchen? Ja, aber habe ich alle durcheinander. Das war ein riesen... so ein bisschen. Und dann irgendwann muss ich das abgeben, alles verschenken, weil es dann zu mir im Kopf wuchs.